Willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Freunde, in der letzten Episode sind wir einen kleinen Schacht heruntergelaufen und sind jetzt hier irgendwo unter Tage unterwegs. Sieht aus wie eine Zisterne. Als erstes geben wir noch ein paar Fertigkeitspunkte aus und dann gehen wir hier weiter. Fähigkeiten, schwuppsdiwupps, da möchte ich mir mitnehmen. Guck mal, den Handwerksmeister, denn durch den Handwerksmeister sind wir dann in der Lage, andere größere Utensilien herzustellen, wie den Rucksack und so weiter und so fort. Sehen wir dann hier in der Ausrüstung. Für die Tasche oder aber auch für den Rucksack. Klar, brauchen wir noch ein paar Felle, aber das kriegen wir schnell hin, ist ja gar kein Problem. Und wir gehen jetzt hier weiter und versuchen wir mal herauszufinden, was hier los ist. Schwupps. Naja. Dafür, dass wir nur mal kurz gucken wollten. Eine Zisterne. Sie ist uralt. Alright. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hier genau bin, aber egal. Erstmal gucken wir hier unten lang. Beeindruckend. Sieht richtig mega fett aus. Nun ja. Aber richtig was erkennen, was wir tun sollen, weiß ich noch nicht so richtig. Ich glaube, wir müssen da dran springen. Boah, da geht's auch noch weiter. Ein Wandgemälde. Oh nein, oder? Das müssen wir irgendwie wieder wegsprengen. Ich weiß doch schon wie. Indem wir das hier vorstellen. In Deckung gehen. Mit der schweren Pistole einmal ein kleines Löschchen reinmachen. Das war nicht der Plan. Freunde, das war nicht der Plan. Ich dachte, wir kommen da irgendwo in einen anderen Bereich. Kommen wir ja auch. Aber wo genau hin? Ja, Wahnsinn. Definitiv müssen wir wieder zurück in die Haupthalle, weil da oben war ja irgendetwas, was wir uns krallen können. Das sah aus wie ein Sarkophag oder so. Wasserränder an der Wand. Der Pegel verändert sich. Ja, das ist ja auch gut so. Gehen wir hier drauf. Dieses Fluss. Das alte Fluss. Moment. Wir müssen den Pegel wieder erhöhen. Wahrscheinlich müssen... Ne, das geht nicht. Ich dachte, wir müssen uns hier eventuell ans Rad hängen, aber... Nein. Gucken wir von der anderen Seite. Es ist noch Öl in diesen Fässern.
Das werden wir zum Sprengen brauchen. Gar keine Frage. Diese Plattform scheint mit dem Tor dort verbunden zu sein. Wenn wir uns da dranhängen, dann steigt das wieder. Allerdings wollte ich noch mal kurz hier oben lang. Gut. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir es jetzt ziehen, steigt der Pegel wieder. Das Floß geht darüber und wir können so ein Ölfass da drauf werfen und dann das Ding in die Luft springen. Aber wissen tun wir es erst, wenn wir uns an dieses Ding da dranhängen. Wo war es noch? Das hier. Hier. An das Teil meine ich. Bleibt der Stand so oder sinkt er wieder? Ich hab's verstanden. Holen wir so ein Fass. Ich hoffe, wir können das so weit werfen. Wir können. Pistole ist ausgerüstet. Moment, Moment, Moment. Komme ich da auch hoch? Ja. Yes. Mein Schatz. Ich hätte längst schreiben sollen. Aber ich hatte so viel Arbeit. Wenn du kommst, wirst du ein Heim haben. Mit allem Komfort, den wir aufgeben mussten. Eine große Aufgabe liegt vor uns. Den Bau einer Frischwasserleitung zu unserem Volk zu planen und beaufsichtigen. Aber all meine Mühe wird sich gelohnt haben, wenn ich dich und die Kinder wiedersehe. Wir werden hier eine neue Welt erschaffen, die alles bietet, was du aufgegeben hast, um mir zu folgen. Es wird nicht umsonst gewesen sein, solange du und ich zusammen sind. Wie lange waren die wohl noch zusammen? Kann ja nicht mehr so lange gewesen sein. Moment. Da geht's doch auch noch weiter, oder? Yes. Dokumente. Hier gibt es so viel zu sehen. So viel zu sehen und so viel einzusammeln. Jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern. Diese Plattform scheint mit dem Tor dort verbunden zu sein. Ja, das ist es, Mäuschen. Alright. Nein. Yes. Okay. Jetzt müsste ich durchschwimmen können. Das hätten wir. Moment. Ich leider nicht dran.
Vielleicht kann ich ja hier diese Schaufeln hochklettern. Auch nicht. Na gut. Dann werden wir uns hier mal umschauen. Erstmal Harz aufrichten. Komme ich nicht raus. Zu. Gut, was müssen wir nun tun? Was müssen wir nun tun? Da ist auf jeden Fall schon mal das Dokument, was wir uns einsacken. Bevor wir das vergessen, nehmen wir uns das natürlich mit. Das müsste mehr als genug Öl sein, um die Gänge da unten zu beleuchten. Aber Vorsicht beim Transport. Wir haben den Raffinationsprozess noch nicht perfektioniert und es ist noch explosiv. Du kennst den Mann, der den Bau überwacht. Wie wir alle. Ohne seine Kenntnis der Erde hätte keiner von uns die schwierige Reise überlebt. Halte dich nicht auf. Und wenn er nach Frau und Kind fragt, stell dich dumm. Er will nicht akzeptieren, dass sie bei unserem Exodus gestorben sind und rechnet täglich mit ihrer Ankunft. Wir brauchen seinen Verstand. Und wenn er die Wahrheit einsieht, verlieren wir ihn. Ich finde das ziemlich geil gemacht mit diesem Vorlesen. Da kommt die richtige Stimmung auf, finde ich. Noch eine Barriere. Aber wie überwinde ich die? Gute Frage, nächste Frage. Ach, Moment mal. Ich könnte versuchen, daran zu springen. Oder ich komme eventuell darüber. Boah, das klappt. Was bringt mir nicht viel? Brauch so ein Ölfass, aber wo finde ich das? Irgendwo da oben, kann das sein? Lara, spring. Gut, es muss ja ein Ölfass hier irgendwo sein, weil ich kann damit ja nicht schwimmen. Ich kann das ja von nirgendwo mit dir hinbringen. Also muss ein Ölfass sich hier irgendwo verstecken. Ach, Moment. Vielleicht da um die Ecke. Habe ich mir noch nicht geguckt. Ich verstehe. Nichts leichter als das. Ich hoffe, wir können das Ding da reinwerfen. Lara ist so zielgenau. Moment mal. Da wird doch nichts. Dann fährt das darüber. Da muss ich das da hochwerfen. Ich versuch's mal von hier. Vielleicht klappt es ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Ich habe das Gefühl. Dass wir es erstmal hier drauf werfen müssen.
Ich habe mich gerade gefragt, das Bullauge, ob wir da eigentlich Zugang zu hatten. Komme ich da nicht mehr dran? Ich glaube, ich kann mich da nicht mehr dranhängen, aber das macht ja eigentlich keinen Sinn. Dranhängen dürfte ja auf jeden Fall funktionieren. Na, Clara. Komm schon. Doch. Doch, 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 doch. Komm, 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 komm. So. Hat geklappt. Natürlich hat das geklappt. Selbstverständlich hat das geklappt. Aber ich finde das geil mit diesen Rätseln und so. Das ist genial. Alright. Hier gab es nichts mehr, ne? Hier haben wir alles also raus. Jetzt dürfte der Wasserpegel eigentlich so hoch sein, dass wir da oben dran kommen. Schönes Ding. Haha, okay. Da hätte man sich das Klettern sparen können. Ich schwimme jetzt hier noch einmal rum. Wir alle Nischen abgegrast haben. Und dann holen wir uns das Ding. Keine Ahnung, was es genau ist. Da komme ich raus, glaube ich, ne? Yep. Geht's zu unserem Feuer. Ne, dann haben wir alles. Schnappen wir uns unsere Belohnung. Gaben der Erde. Was kann ich jetzt? Natürliche Instinkte. Ressourcen in der Nähe erscheinen automatisch auf der Karte und leuchten, wenn sie in der Nähe sind. Jawohl. Welches war es denn? Ah, okay. Dieses Grab haben wir jetzt gemeistert. Auch nicht schlecht. Eine richtig coole neue Fähigkeit, wie ich finde. Jetzt müssen wir zurück zu unserem Feuerchen. Schön sportlich bleiben, Lara. Und wir haben immer noch kein Kampfmesser. Und ich hätte so gerne ein Kampfmesser. Haben wir neue Fähigkeiten? Ich hatte nicht drauf geachtet. Nope. Schade. Hier haben wir alles unter Wasser gesetzt. Zack. Und schwupps. Hier werden wir wahrscheinlich irgendwo anders rauskommen. Gehe ich mal von aus.
Lara, bist du bereit? Ich bin's. Ich sehe dich bloß nicht. Na! Eigentlich sollte sie rennen. Da keinen Akrobat machen. Haha! Ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen. Aber das schaffen wir. Nichts leichter als das. So. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht drankommen. Gut. Verlassen wir mal diese Höhle. Verlassen wir diese Höhle. Raus mit uns. Hier waren wir definitiv schon mal. Ich weiß, wo wir sind. Auf zur Treppe. Oder zur Leiter, die uns hier runtergebracht hat. Genial. Das hat Spaß gemacht, das Grab. Ich hatte nur nicht damit gerechnet. Weil, ja, dieser Zugang. Ich dachte, es ist so eine kleine Höhle, wo wir die Höhlen erforschen müssen. Aber dass wir hier gleich ein Grab plündern, ich bin begeistert. Aber natürlich, mit diesem Zeichen. Jetzt ergibt das Sinn. Wenn das Zeichen da ist, ist es auch ein Grab, ne? Genau. Gut. Gut, 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 gut. Das haben wir soweit. Hier drüben können wir auch noch hin. Weg ins alte Gefängnis. Da müssen wir natürlich dann rum. Machen wir in der Hauptstory noch ein bisschen weiter. Wir kommen nochmal wieder und werden uns hier auf jeden Fall noch andersweitig umsehen müssen. Keine Frage. Aber wir wollen auch noch ins Gefängnis. Dort ist ein Gefangener, den wir befreien müssen. Und ja, Freunde. Die Zeit, ne? Bogen. Ja, das ist das andere Grab, ne? Ja, hier geht's rein, Sitt ins andere Grab. Ja, aber nicht heute. Na. Also. Konzentration, Liquid. Richtig ran und dann. Ups. Und nun müssen wir hier rüber. Ach, Pilze haben wir voll. Na dann. Lara scheint wirklich kalt zu sein. Gut, hier drüben. Hier ist unser Weg. Ist das eine Abkürzung? Nein! Gut, nehmen wir Munition mit. War alles Absicht. Ich wollte nur die Munition holen.
Verdammte Naht. So, wo wir jetzt hier sind, gab es doch hier irgendwo noch einen Schrank, den wir nicht aufgekriegt haben. Aber wo war der denn? Ich weiß es nicht mehr, Freunde. Ich glaube hier drin. Aber sicher kann ich es nicht sagen. Es macht ja keinen Sinn mehr, in der heutigen Folge noch die Hauptstory weiterzumachen. Ich gucke schon wieder auf die Uhr und die Folge ist schon fast wieder vorbei. Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht noch irgendwas Gutes mitnehmen können. Und in der kommenden Folge gehen wir dann weiter ins Gefängnis. Schwupps. Der Wolf gehört mir. Felle, die können wir gebrauchen. Und ein neuer, interessanter Ort. Hartholzfedern. Ach so. Check. Die werden wirklich auf der Karte angezeigt. Nicht schlecht. Gut, hier oben sind wir. What? Ich bin voll mit Teilen, das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen zum Basislager. Ich muss Upgrades machen. Schauen wir uns mal hier um. Oh, ein Jeep. Wie kommt der da hin? Den will ich mir mal angucken. Oh, das ist gar kein Jeep. Das ist ein LKW. So. Gut. Sehr gut. Dokumente und Wandgemälde. Da komme ich gar nicht hin an diesen LKW. Da ist noch ein Dokument. Da waren wir ja nicht im Ansatz, ey. Irgendwie kommt man doch dahin. Schauen wir nochmal hier lang. Nope. So. Ernsthaft? Mehr ist hier nicht? Da habe ich aber mehr erwartet. Ach, Moment. Hier kann ich auch noch hochklettern. Hier kann ich runter. Taffes Mädchen, komm, zieh dich hoch. Oh, was ist das? Neues Basislager. Und ein interessanter Ort wahrscheinlich, ne? Cool. Kleine Hütte. Ist hier nix? Kommt schon. Irgendwas wird hier sein. Keine Ahnung. Irgendjemand wird hier leben. Die Frage ist nur, wer? Lara, es ist ein Feuer an. Du kannst nicht frieren. Es geht gar nicht. Okay, Freunde.
Ich denke, für heute haben wir genug erkundet. Wir haben hier ja einiges gesehen. Ein Grab haben wir ausgehoben. Richtig fett. In der kommenden Folge lassen wir hier mal Bereich sein, machen in der Hauptstory weiter. Mal schauen, wie wir es in den kommenden Folgen machen. Eventuell mal eine Folge hier Gebietserkundung und dann in der nächsten weiter in der Hauptstory, weil sonst kommt man hier überhaupt nicht vorwärts. Aber versprochen, in der nächsten Folge mit der Hauptstory dann weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Eine Bewertung von euch wäre ziemlich cool. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.